Unterli, hallo Leute, mein Name ist Gutgun, willkommen zurück. Na, okay, besser gesagt, ich bin zurück nach einer langen Sommerpause. Es tut mir leid für die, die sehr lange gewartet haben. Eine kleine Planänderung. Mega Man Zero wird nicht Let's Play. Es tut mir leid für die, die sich schon gefreut haben, aber da gab es Schwierigkeiten. Ich musste lange nachdenken und ich dachte mir, nee, ich will das eigentlich gar nicht Let's Playen. Dafür starte ich ein neues Projekt. Der ein oder andere sieht es bereits. Es wird ein Pokémon-Spiel, aber welches? Wir starten es einfach mal. Okay, das Intro erstmal von Metapod 23. Es ist ein Hack. Es ist kein Originalspiel. Und es ist Pokémon Ash Gray. Ja, willkommen zu meinem Let's Play davon. Pokémon Ash Gray ist folgendermaßen aufgebaut. Es ist nach der Anime-Serie erstellt worden. Und da ich einer der ersten war, der die Serie damals gesehen hat, als sie ganz neu rausgekommen ist, dachte ich mir, ich muss es Let's Playen. Denn ich habe die Serie damals fieberhaft mitverfolgt und ich wollte es euch einfach zeigen. Okay, das ist alles aus dem Original Fire Red. Das ist ein Fire Red Hack. Und jetzt kommt erstmal Professor Eich. Hallo, ja, es freut mich, dich zu treffen. Bla, es ist die Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eich, ich bin alt und ja. Und hier gibt es Pokémon, das kennen wir alles bereits. Immer wieder dasselbe. Doch, jetzt können wir nicht mal auswählen, ob Junge oder Mädchen. Nein, denn wir spielen auf jeden Fall Ash, und die Frage ist, are you sure you're ready? Ja, natürlich bin ich bereit, mein Pokémon zu bekommen. Und wir sind Ash. Das gebe ich jetzt auch ein. Ich finde es merkwürdig, dass wir den Namen noch eingeben können. Wir geben einfach ein Ash. Perfekt. So, also ist der Name Ash? Jawohl. Und sein Neffe heißt auch Gary. Den können, ich glaube, nein, das müssen wir auch auswählen. Gary. It was Gary? Yeah, it was Gary. Okay. So, Ash, deine Legende beginnt jetzt und bla bla bla. Und hier sind wir in unserem Heim. Hier gibt es erstmal ein Item für uns, wie es aussieht. Ah nein, das ist Pyjama und das müssen wir anziehen. Denn wie wir uns erinnern, hat Ash seinen Pokémon in der Nacht bekommen oder am frühen Morgen besser gesagt. Also, wir schlafen erstmal und träumen von dem Pokémon. Von Bisasam, von Shiggy und von Glumanda. Und das Spiel ist auf Englisch, das gibt's nicht auf Deutsch. Wer sich beschweren will, der soll's tun. So, wir wachen auf und haben verschlafen. Wie in der Serie auch. Deshalb gehen wir erstmal runter zur Mami. Und die Mami sagt, oh Ash, du bist aber spät aufgewacht, nicht? Du beeilst dich lieber. Professor Eich wohnt nebendran und bla bla bla. So, und was als erstes auffällt, wenn wir hinausgehen, es ist wirklich nach der Serie aufgebaut, Pallet Town. Ihr seht also, es ist nicht wie in Fire Red, es ist ganz anders aufgebaut. Das ganze Dorf, die Gebäude, weiß ich nicht, ob die verändert worden sind, aber auf jeden Fall ist das Labor von Professor Eich extra erstellt worden. Ich finde das, also es ist wahnsinnig viel Mühe und Arbeit hier reingemacht worden ist für den Hack. Ich finde es einfach wunderbar. Und da kommt Carrie. Hey, pass auf, wo du hingehst. Du musst Ash sein. Besser spät als nie. Also Ash, du bist viel zu spät dran und schon nach dem Start und ich habe keine Ahnung, was er da sagt. Auf jeden Fall ist es Gary Eich, unser Rivale. Und er haut schon ab. Die Musik war immer so toll von Gary. Okay, wir gehen auf jeden Fall zu Professor Eich, hierhin. Dann wie gesagt, also man sieht, Professor Eich hat auch Pokémon, wie in der Serie eben. Was er im Fire Red ja eigentlich nicht hat. Nein, ich wollte nicht runter. Okay, wir reden mit Professor Eich. Hallo! So, Ash, you decided to show up after all. Also er sagt, ja, also hast du dich doch entschlossen, dich mal zu zeigen. Und wir dürfen uns ein Anfangs-Pokémon auswählen, glaube ich. Also bist wirklich bereit und bla. Und wir sollen uns ein Anfangs-Pokémon auswählen. Hier ist das Bisasam. Und eigentlich will ich nicht Bisasam, doch wenn wir jetzt Ja drücken, ist das Pokéball leer. Okay, dann gehen wir eben zum nächsten Pokéball. Oh, zum nächsten Pokéball. Hier wäre Shiggy drin. Okay, und wenn wir uns für Shiggy entscheiden, ist ebenfalls das Pokéball leer. Okay, dann haben wir noch einen Pokéball zur Wahl und das ist eben Glumanda. Also müssen wir uns wohl oder für Glumanda entscheiden. Doch auch dieser Pokéball ist leer. Und da ist unser Problem. Es gibt kein Pokémon für uns. Also reden wir mit Professor Eich. Ja, alle Starter wurden schon abgegeben. Starter, nicht Starter, tut mir leid. Aber er hat noch ein Pokémon, mit dem er aber eigentlich Probleme hat. Und es ist das Pikachu. Und wir wollen es natürlich haben. Also bekommen wir Pikachu von Professor Eich. Und wie wir uns an die Serie erinnern, war Pikachu am Anfang, nein, ich möchte keinen Spitzname geben. Wie wir uns erinnern, war Pikachu am Anfang skeptisch und hat Ash nicht gehorcht. Er war ziemlich frech und so wird es wahrscheinlich hier auch sein, nehme ich mal an. Wir bekommen auch gleichzeitig das Pokédex von Professor Eich, müssen das nicht irgendwo extra holen, was ich ganz gut finde.
Ja. Und ich weiß nicht, wie das mit dem Pokémon hier gemacht worden ist. Es wurde extra eingestellt, welche Pokémon man fangen, also welche wilde Pokémon es gibt und welche nicht. Ich werde nur die fangen, die Ash auch in der Serie tatsächlich hatte. Einfach nur, um das eben nach der Serie zu gestalten. Okay, jetzt gehen wir erstmal zurück. Und eins habe ich vergessen nachzuschauen. Bei Ash zu Hause, da gehen wir jetzt erstmal hin. Na. Oh, da unten ist die Mutter von Ash. Mal gucken, was sie will. Ash, ich bin froh, dich hier zu treffen. Und ja, ich bin immer noch in meinem Pyjama, deswegen wäre es nett, wenn du mir meine Klamotten geben könntest. Wir bekommen erstmal Running Shoes. Yay, damit wir rennen können. Das ist toll. Denn sonst müssen wir ganz langsam die ganze Zeit laufen. Und noch die Karte und Fame Checker. Ich weiß nicht, was Fame Checker ist. Und hier ist mein Pokémon. Und die Mutter sagt auch, normalerweise sollten Pokémon in ihren Pokébällen bleiben, doch Pikachu macht das nicht. Was ich nur schade finde, trotzdem wird Pikachu einem nicht hinterherlaufen in diesem Hack. Das hätte doch alles perfektioniert. Aber naja, wir haben wieder unsere Ash-Klamotten an. Yay! Und gehen aber erstmal nach Hause, denn ich habe vergessen, was nachzuschauen. War das hier? Unser Zuhause? Ich weiß es gar nicht. Ja, denn ich frage mich, ob es hier wie in den alten Pokémon-Teilen auch den Trank zu holen gibt in der Box. Schauen wir nach. Ja, wir gucken kurz in Item Storage, Withdraw Item. Und tatsächlich, die Portion ist drin, der Trank. Juhu! Das ist für den Anfang ziemlich gut, falls unser Pokémon wegen irgendwas auch immer geschwächt werden sollte. Na. Okay, wir sollten. So beginnt unser Abenteuer. Wir haben ein Pikachu und gehen erstmal gleich mal los auf unser neues Abenteuer. Juhu! Route 1. Da-da-dan-dan-dan-da-dan. Wer kennt nicht die Musik? Und hier kommen wir erstmal zu einem Taubsi. Das finde ich, möchte ich fangen. Taubsi hatte Ash nämlich. Und Pikachu haut ab, klettert auf einen Baum und verweigert das Kämpfen. Ah, wie in der Serie eben. Komm runter, Mann. Ja, natürlich kann ich ohne Pikachu weiter. Doch, Pikachu möchte einfach nicht. Und ein Habitat taucht auf. Und wir sind gezwungen zu kämpfen, denn in der Serie war es auch ebenfalls so, dass ein Habitat Pikachu angegriffen hat und Pikachu sich wehrte. Also auf geht's, Pikachu. Und Pikachu kann am Anfang Growl, ich glaube, das ist Kreischer, und Donnerschock. Und wir setzen natürlich Donnerschock ein, was eigentlich sehr effektiv wäre. Doch Pikachu gehorcht uns nicht. Oh, Pikachu, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Oh, durch Pikachu. Pikachu hat auch eine Fähigkeit, Pokémon zu paralysieren, wenn er angegriffen wird. Jetzt aber, und er reagiert immer noch nicht. Pikachu, hör doch auf uns. Das ist ein kleines Habitat und schon Pikachu gehorcht uns immer noch nicht. Und er kreischt weiter wie ein Verrückter. Mal gucken, ob er jetzt mal hört. Und er hört immer noch nicht auf uns. Ist das nicht wunderbar, meine lieben Leute? Greifst du jetzt an? Nein, natürlich nicht. Das wird der längste Kampf in der Geschichte von Pokémon werden, habe ich das Gefühl. Vor allem, weil die Attacken von Habitat nicht sehr effektiv sind und der ganze Zeit Schnabel einsetzt. Und Pikachu schläft ein. Oh, das gibt's doch nicht. Und Habitat ist paralysiert. Ja, Pikachu schläft weiter. Ist das nicht wunderbar? Hier, ich werde ab und zu vorspulen. Nicht bei solchen Kämpfen, nicht beim ersten Kampf. Aber bei wilden Pokémon werde ich öfters vorspulen wahrscheinlich. Und Pikachu ist aufgewacht. Und Pikachu gehorcht nicht. Und so gehen die KP von Pikachu auch immer weiter runter. Oh, Pikachu, jetzt setzt doch diesen verdammten Donnerschock ein. Und er benutzt Donnerschock. Halleluja. Bitte sei besiegt. Natürlich nicht. Deswegen dürfen wir jetzt 20 Runden hoffen, dass Pikachu wieder angreifen wird. Und er greift wieder an. Oh, was für ein Glück. Und Habitat ist besiegt. It's super effective. Juhu. Okay, Habitat ist besiegt, Pikachu bekommt Erfahrungspunkte. Und Habitat dreht aber irgendwie durch, als er besiegt worden ist, und ruft andere Habitats. Und die versperren uns den Weg, wie es aussieht. Ich habe Pikachu geschnappt und soll wegrennen. Okay, aber wohin? Okay, durch das Gras einfach, da ist ein Schild, doch wir gelangen nicht hin. Und es ist ein weiteres Habitat. Ja, ihr seht, jetzt werde ich ein bisschen vorspulen, weil es sonst zu lange dauert. Und Pikachu gehorcht wieder nicht. Und, er hat angegriffen. Okay. Okay, erstmal lesen. Route 1, ja, auf der Verdania City, wenn ich das irgendwie überleben sollte. Okay, noch ein Habitat. Nein, nicht kreische. Und er gehorcht eh nicht. Soll ich in Heinheit nur 5 KP? Es wird knapp. Aber er hat angegriffen. Okay, und Pikachu gewinnt. Und hier geht's aber nicht weiter. Ich bin falsch. Oh, verdammt.
dann, das ist nicht gut. Pikachu greift an. Gut, perfekt. Und Pikachu steigt auf Level 6 und lernt, wie hieß das auf Deutsch? Routenschweif oder irgendwie so? Ich weiß es gerade nicht mehr und ich bin nicht Kreischer benutzen. Warum wähle ich immer diese verdammte Attacke aus? Wie kann ich die ändern? Ah, so, perfekt. Okay, jetzt soll Pikachu natürlich wieder Donnerschlag benutzen, doch macht es nicht, weil er uns so gern lieb hat. Ah, Pikachu greift an. Dankeschön. Er hat gemerkt, dass er angegriffen wird und greift endlich mal an. Okay, und irgendwie bin ich komplett falsch. Wo zur Hölle muss ich hin? Und wir müssen wieder einen stundenlangen Kampf gegen ein schwaches Habitat führen, weil Pikachu mir ums Verrecken nicht gehorchen möchte. Jetzt doch, danke. Oh, wenn ich nicht vorspulen würde, würde das so ewig dauern. Okay, wir heilen erstmal Pikachu, denn er hat nur noch 4 KP und das ist ziemlich wenig. Gut, er wurde geheilt. Gut, jetzt frage ich mich, wo zur Hölle muss ich denn hin? Und Pikachu hört wieder nicht. Ah, Pikachu, du bist doch so ein Horst. Danke. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Sobald ich herausgefunden habe, wo ich hin muss, geht es weiter, Leute. Bis dahin. Okay, ich bin die Treppen hochgegangen, die ihr vorhin noch gesehen hattet. Und wie es aussieht, geht es hier weiter. Ich gehe mal nach rechts. Mein Pikachu ist auf Level 7 aufgestiegen. Und ich bin mir nicht sicher, ich speichere erst einmal. Ganz schnell. Okay, schauen wir nach. Mussten wir hier lang? Erstmal wieder mehrere wilde Habitats. Und Pikachu, wow, gehorcht beim ersten Befehl. Das hat mich jetzt überrascht. Und beim zweiten Befehl. Also es wird schon besser. Ich hoffe, es gehorcht mir auch einfach so. Und ich bin falsch. Okay, ich bin doch nicht richtig gewesen. Deswegen ganz schnell wieder nach oben. Ja, Pikachu hört natürlich nicht auf uns. Wir kennen es nicht anders. Okay, wir sind wieder oben. Mal gucken, vielleicht geht's. Nein, weiter links geht's natürlich auch nicht weiter. Also, bis gleich. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Okay, ich hätte tatsächlich hier anklicken sollen, denn hier kann man reinspringen und Ash springt ins Wasser. Das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet. Und dann kommt Misty, die uns noch nicht kennt. Und hey Kid, ist das dein Pokémon? Ist es verletzt? Und bla bla bla. Und Pikachu ist ja in der Serie auch in dem Moment schwer verletzt. Wir bekommen ihr Fahrrad, wir haben dir das gestohlen, es beginnt an zu regnen, um alles zu dramatisieren, weil Pikachu am Sterben ist sozusagen. Wir müssen uns beeilen, wir müssen Pikachus Leben retten. Doch, es kommen noch mehr Habitats. Ash möchte Pikachu seinen Pokéball zurückbringen, um ihn zu beschützen, doch Pikachu möchte nicht. Also springt er tapfer rein und kämpft selber gegen die Habitats. Oder nicht? Doch, er benutzt doch im letzten Moment einen Donnerschlag, der alle Habitats besiegt. Und sogar das Ho-Oh fliegt vorbei, wie in der ersten Folge eben. Wir müssen Pikachu dringend retten. Und müssen schnell zum Poké-Center. Und irgendwie haben wir das Fahrrad verloren, keine Ahnung warum. Wir schauen erstmal hier unten nach. Müssen wir hier unten lang? Renn, Ash, es geht um Pikachu. Und nein, ich bin komplett falsch. Also alles wieder hoch. Und wir sind wieder Dania City. Okay, schnell. Da ist Schwester Rocky, glaube ich, hieß die. Ja genau, die im Poké-Center ist Schwester Joy, die Polizistin in Schwester Rocky. Die bemerkt, dass unser Pikachu geschwächt ist und begleitet uns zum Poké-Center. Und das ziemlich langsam, da wird es beim Pikachu am Sterben ist. Okay, hier ist das Pokémon-Center, wir gehen schnell... Ja, jetzt verzieh dich, wir gehen schnell rein. Pikachu rein, schnell! Unser Pikachu retten! Und Misty kommt doch, wir haben ihr Fahrrad wurde durch den Donnerschock von Pikachu ebenfalls zerstört. Die ist jetzt ziemlich sauer auf uns und ist abgehauen. Okay, wir haben unser Pikachu geheilt. Puh, es geht ihm wieder gut. Gott sei Dank. Und auf einmal, ein Retter, ein Smogon. Und dann kommt der übliche Spruch, don't be frightened, little boy. Und wer kann es wohl sein? Es ist Team Rocket. Oh. Und es sind sogar Jesse und James und Mauzi, was ich ziemlich gut finde. Denn es ist, wie gesagt, alles nach der Serie gemacht. Das finde ich wunderbar. Und ihr werdet auch gleich sehen, die Sprites jetzt. Ash habt ihr ja schon gesehen. Und Jesse und James. Also müssen wir kämpfen. Die senden aus Rettern. Wir schicken unseren Pikachu in den Kampf. Go, Pikachu. Das mittlerweile ab jetzt auf uns hören wird. Und Joy begleitet uns den ersten Kampf. Da wir ja bis jetzt noch gar nicht gekämpft haben. Ja, wir müssen die KP auf Null bringen und bla 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 bla. Pikachu hört jetzt auf jeden Fall auf uns und wir benutzen Donnerschock. Und Rettern kriegt aber leider nicht viel Energie, viel abgezogen. Okay, und Rettern benutzt Wickel. Das wird natürlich ein Spaß und ist paralysiert. Wow, das Wickel hat nicht lange gehalten, ne? Noch ein Donnerschock und noch ein Donnerschock, dann dürfte Rettern auch besiegt sein. Stirb, Rettern! Und es ist besiegt. Juhu, wir müssen jetzt auf Level 8 steigen. Jawohl, okay.
Ohne eine Donnerwelle, damit können wir Pokémon paralysieren. Okay, doch, wir setzen einfach nur Thundershock ein, also Donnershock, und besiegen Smogon auch und haben Team Rocket schon besiegt. Und Schwester Joy sagt, ja, was man bekommt nach einem Kampf, Erfahrungspunkte und Geld. Pikachu kommt aus seinem Pokéball raus und zerschmettert Team Rocket in alle Winde. Wir heilen es kurz nochmal, da es ein wenig Schaden bekommen hat. Okay, wir hier speichere ich ab. Erstmal. Abspeichern, jawohl, will ich. Okay, wir haben noch ein wenig Zeit. Also schauen wir nach. In der ersten Stadt, war das schon... Nein, das ist ja da, wo es kein Pokémon-Arena hat, oder? Da, wo Giovanni eigentlich der Arena-Leiter ist. Oder nicht? Oder täusche ich mich? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es sieht so aus. Also wie es aussieht, gibt es hier... Doch, hier ist eine Arena. Und wie ist... Ja, natürlich, wir kommen noch nicht rein. Es ist wirklich die Arena von Giovanni. Deswegen können wir hier noch gar nichts anderes tun. Aber ich möchte kurz noch einen Pokémarkt sehen, denn wir brauchen Pokébälle, falls wir Pokémon fangen wollen. Genau. So, kaufen Pokébälle. Wir haben 3200, das heißt, wir können uns einige kaufen. Wir kaufen erstmal 10 Stück, das sollte reichen. Ja, 10 Stück sind okay, danke. Und eigentlich will ich nicht noch einen Pokéball kaufen, sondern Portion. Und davon holen wir uns... Oh, davon kann ich mir nicht viel holen. 2 Stück sollten reichen. Ja, danke schön. Nein, nicht nochmal. Ach, egal. Dann wir lassen... Okay, wir kaufen noch kurz ein Antidot. Oder 3, besser gesagt. So, falls wir vergiftet werden. Und sonst nichts, denn Paraheiler ist mir egal. Paralysiert werden wir selten. Und wenn, dann ist es schlecht, aber was soll's. Okay, wir gehen jetzt schnell noch weiter nach oben und schauen nach, ob es dort weitergeht. Tatsächlich Route 2, wir gehen einfach mal durch und ich möchte eigentlich noch ein Pokémon fangen, aber das bleibt mir verwirrt, wie es aussieht. Okay, was gibt's hier? Verdania-Wald, oh Gott, den kennen wir ja bereits. Und das erste Pokémon ist ein Raupi, das wir fangen werden, denn Ash hat ja einen Raupi in der Serie. Go Pikachu, okay, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht töten. Erstmal Donnerwelle, um es zu paralysieren, das hilft beim Fangen. Wenn Pokémon paralysiert sind, wenn sie schlafen, ist es noch besser, aber wir können ihn ja nicht einschläfern. Ein Tackle, oh süß. Okay, dann benutzen wir einen Donnershock. Töte ihn nicht, töte ihn nicht, töte ihn nicht. Töte ihn nicht. Perfekt, das ist okay, wir dürfen nicht mal angreifen, sonst haben wir ein Problem. Sonst könnten wir ihn töten. Also benutzen wir einen Pokéball. Und zwar, was, Pokéball hart? Warum haben wir die Hälfte eines Pokéballs? Naja, Pokéball, oh, wir hatten schon 5 Stück, naja, jetzt haben wir 15. Und haben damit Raupi erfolgreich, yes, gefangen. Juhu, Raupi wurde gefangen. Und ich werde dem Pokémon keine Spitznamen geben, aufgrund, weil es nach der Serie ist. Nein, keine Spitznamen. Okay, wir rennen schnell wieder zum Pokécenter und heilen Raupi, den ich selbst geschwächt habe. Also, einen Moment wieder heilen. Und ich sage, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ash Gray. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Es wird noch ein sehr tolles Abenteuer. Ich hoffe, ihr werdet dabei sein. Ich speichere nochmal ab und sage bis zum nächsten Mal bei Pokémon Ash Gray. Bye, bye.